Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Covid-19-Pandemie stellt uns weiterhin vor große Herausforderungen. Und alle Bemühungen, in dieser Situation einen neuen Rhythmus zu finden, bleiben schwierig. Momentan steigen die Zahlen der Infizierten wieder an und bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs wird es noch andauern. In dieser Krise sind auch Unsicherheiten entstanden, die mittlerweile sehr viel nachhaltiger sind als die direkte Bedrohung durch das Virus selbst. Die Unsicherheit darüber, ob und wann eine gewisse Normalität zurückkommt. Ob ein wirtschaftlicher Aufschwung sich wieder einstellt. Und ob der eigene Job sicher ist. Diese Unsicherheit verschwindet auch dann nicht, wenn Geschäfte, Gaststätten und Grenzen wieder geöffnet sind. Letztlich hat dies zur Folge, dass die Menschen mehr sparen und weniger konsumieren. Und es führt dazu, dass Unternehmen sich bei Investitionen zurückhalten, weil sie weniger risikofreudig sind. Dieser Entwicklung müssen wir entgegensteuern. Für Unternehmen ist dabei eines ganz besonders klar geworden. Natürlich bleiben Effizienz, Rendite oder die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens die treibenden Kennzahlen. Aber es zählt eben noch ein weiterer Faktor, der in dieser Zeit extrem wichtig ist. Die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und des Geschäftsmodells. Diese Widerstandsfähigkeit bestimmt zum einen, wie ein Unternehmen durch die Krise kommt und zum zweiten, wie gut und wie schnell es sich wieder erholen kann. Deshalb halte ich es für essentiell, gerade jetzt und trotz aller Unsicherheiten in die Zukunft und in die Robustheit der Geschäftsmodelle zu investieren. In konjunkturell angespannten Zeiten ist das nicht immer der erste naheliegende Impuls, aber es ist unabdingbar, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen und für die nächste Krise gut gerüstet zu sein. Ich hoffe, dass Sie die Mittel und die Energie dafür aufbringen können. Es ist eine Chance in einer Krise. Vielen herzlichen Dank.